Random Kill wäre es gewesen, wenn ich getötet hätte, weil ich keinen Proof hatte, dass er... Du hast mich getötet! Nein, das war ich. Nee. Was? Echt? Ja. Nee, das war nicht ich. Begründung? Warum? Was war das? Weil ich weiß, dass Yumi und Ja, weil wir beide waren im Traitor-Tester und der muss... Dann hör doch auf den Traitor-Tester, das macht alles so unspannend. Ja, machen wir es. Na danke. Du weißt also noch, ich glaube, der ist wirklich ein wenig unfair. Wer hat gesagt, dass ich auf ihn geschossen hätte? Ich hab das gesagt, okay, ich habe irgendwelche Schüsse. Ja, ich war. Das ich Ding war, ist, ich habe aber gerade Slay geschrieben. Also ich war echt gerade 2 Sekunden. Ja, wo ist die? Ja, du hast auf mich geschossen trotzdem. Frauenballer nach vorne. Ich kam von hinten und. Ja, bei mir kam ein Bam, von hinter mir kamen Schottschüsse. Ich habe mich umgedreht, da war's. Ja, das war ich. Ah! Ich stand da, ich bin von der Ecke dahinter gekommen, hab das geschossen und bin weggerannt. Rayon schießt die Wand. Ich hab auch gegen die Wand. Chris! Geh weg, ich vertrau dir nicht. Ah, ne. Du hast mich vorher schon. Ich vertrau dir auch nicht. Nachlassen. Hallo, Mr. Meeseeks! I'm Mr. Meeseek! Ich vertrau hier niemanden mehr. Sache, du wirst mich doch schon längst. Soll ich mal den deutschen Mr. Meeseek? Vom deutschen Traitor Schwein. Ja, du bist aber Traitor jetzt. Glaube ich zumindest. Ich bin Mr. Meeseek, geht mich an. Nee, ich krieg die Stimme nicht hin. Hi. Übrigens, hatte von jemand was von einer Furzgranate gesagt oder so ähnlich? Yumi hat eine Traitor-Waffe in der Hand! Sicher? Ja. Ja gut, dann alle auf Yumi. Ich hab's aufgehoben, das war das Bartenkick, den sie in der Hand hatte. Den sieht man übrigens nur bei ihren Skin, weil er durch ihren Skin durchgeht. Der ist im Normalfall im Körper drinnen. Das heißt, ich habe jetzt hier den Spartenkick. Ja, ich vertraue dir nicht. Ich bin proofed, ich hab grad Yumi getötet. Nicht du. Achso. Die sind auch noch ein paar andere. Bist du in der Mitte? Wer? Wer ist Sparta? Ich suche Yumi. Das war ich. Du? Wie gesagt, ich hab Yumi getötet und den Spartan-Kick aufgehoben. Ah ja, das sagen sie alle. Ja, ich. Hast du Beweise? Gott. Ja, Yumis Leiche vor mir. Okay. Nicht reinlopfen! Oh, ich hätte dich mal fast gekickt, Sarah. Ah. Wo seid ihr bitte alle? Von hinten mit weg. Willst du das wissen? Aha. Ich krieg mal Yumis Leiche. Alter, ich hab ein dickes Rohr. Oh lol. Mal so random. Wo seid ihr? Also, die Leiche ist gerade richtig durch die Luft geflogen. Ich hab SOS gemorst. Wo ist bei Yumi? Hier gibt's einen Traitor-Raum, was man dem hier. Ich geh mal dahin, würde ich sagen. Dafür müsste ich nach unten und da unten kann sie fluten, das ist uncool. Zweites Problem, ich finde die eh nicht runter. Ich vertraue dir nicht, geh weg. Sparta. Ja, das bin ich. Hä? Okay, Yumis Leiche ist gerade verschwunden. Ich hab sie getreten und die Leiche ist verschwunden. Ich verfolg dich mal, ne? Nein. Doch, Sternmagier verfolgt dich jetzt. Ich darf das. Heißt wie's? Trader? Nur als Trader darf man das. Bitte. Hallo. Hier ist dunkel. Hi. So, Yumi, ich bin in der Kanalisation, du kannst... Was war das? Ich seh Chris. Ja, ich hab Yumi getötet. Okay. Sind Sie da sicher? Ja, drück Tab, du siehst, dass sie confirmed dead ist und Traitor war. Und ich hab von ihr den Spartan-Kick. Oh, shit! Ich hab gegen die Wand getreten. Trotzdem. Mach. Geh weg, du Dulli. Mach's mir Schiss. Geh weg! Alter! Ich komm nicht mehr raus! Arschloch, nochmal Maske, ich töte dich! Ja? Was? Sind nur noch einer, oder? Ein Traitor noch, ja. Achso, ja, Entschuldigung. Ja, Leute, dann stellt euch doch mal alle an die Wand. Sorry, Rayon, ich hätte dich gerade fast geschlagen. Nein, Marc. Ey, ich hab fast gesagt. Ich hab die auch fast angeschossen, guck mal. Fast! Sieht man die Animation eigentlich, dass ich mit dem Fuß austrete? Nee. Was nochmal? Nee. Okay, aus meiner Sicht. Yumi campt irgendwo, ich seh das schon. Guck da so ein komisches Ding aus dem Hintern, wenn du das machst. Das hast du nicht gesagt, Yumi ist weg? Ja, hä? Ach so. Sie ist ja tot. Nee, aber nicht, dass sie wiederbelebt wurde. Ah, Moment mal, ganz kurz. Slay, ist das die noch nachkommt, du? Ja. Okay, warte, dann zieh ich sie mal hoch. Whoop. User was moved to your channel. So. Hallo. 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 Wunderschönen guten Abend.
Hallo! Hallo! Die Regeln müssen bestätigt werden, bevor man hier irgendwas tun kann. Über die Regeln kann ich nicht in den Regeln. Ja, du hast schon einen YouTuber bekommen. Dann, was, ja. Dann muss jetzt man hier irgendwelche Regeln bestätigen. Muss ja auch nichts bestätigen. Musste man schon immer auf dem TS Rayon? Ihr habt das noch nie gemacht, hättet ihr das machen sollen? Du hast auch von mir Instant YouTuber bekommen. Ah, ja. Sarah, du bist, ich sehe es. Okay, dann töten wir. Außerdem warst du hier eine Zeit lang. Ja, verdammt, Rayleigh. Wie sie es einfach macht. Ja, danke. Ah, was machst du? Hi, Rayon. Aber dass Rayleigh. Du mich verdächtigst, ist mir ein bisschen. Grüße, ich Schadenkrieger, schieß ich nicht. Ja, wenn ich dich trete, kannst du mich nicht mehr erschießen, weil du dann instant down bist. Nee. Willst du bei mir einfach join? Wie ist denn das Passwort, Leute? Das schick ich dir, warte. Ich sag's nicht. Sarah, kannst du es hier schicken? Ja, klar. Alter, wenn ich jetzt sterbe, bring ich dich um. Ach, wir sind live, ne? Ja. Ja, ah, stimmt. Alles klar, Rayon. Ja, wir sind live, deswegen. Das Passwort bitte nicht auf. Liefer in, du machst nein. Einfach klar, mal das Passwort, das Servername. Da sind nur 10 Leute rein. Chris, ich vertrau dir nicht. Auf mich wurde geschossen. Es ist ja, spät hier. Okay. Geil. Oh, nice. Ah, Steinbein. Was? Ich weiß nicht. Jumi! Ja, genau, deswegen wurde der Name auch gerade rot markiert. Was? Nein, ich wurde. Der steht da, du wurdest von Spezi erledigt, Rolle Traitor. Du hast mich. Frauenschlag. Ich hab dann noch auf ihn geschossen, Achso, du warst schon. Steinmagen da drüben. Er hat mich in der Preparing-Runde. Jumi, du bist blutig, aber ich mag das. Danach halt. 10 Points to Gryffindor. Das ist Ketchup. Ist einfach abgelaufen gewesen, deswegen. Ja, ich hatte halt Ketchup. Angst, weil Ketchup, auf einmal alle da Ketchup, die ganze Zeit standen. Lecker Ketchup. Ketchup. Der Junge hat Ketchup auf ihren... Ja. Alles klar. Chris, also, wollen wir drüber reden, Chris? Oh Gott, bist du teil? Ja, hab ich übrigens schon ewig lang nichts mehr gehört. Jumi, lebst du noch? Das war die Hälfte. Nee, sie ist tot. Sorry. Ich hab mich so erschrocken, war gerade am Schreien. Was war das? Das war ein Disco von mir. Böser Junge. Disco. Oh, da liegt eine Ex. Was? Oh Gott. Oh. Hi, ich hab eine Ex. Mr. Meeseeks. I am Mr. Meeseeks, look at me. Geh weg. Jumi, was machst du da? Jumi redet nicht, okay. Jumi ist der professionellste Traitor hier. Äußerst verdächtig. Mhm. Was ist das für ein grüner Rauch? Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Was für ein Rauch? Da ist irgend so ein grüner Rauch, ich weiß nicht, was das ist. Was ist das? Hallo? Kann man da einfach reinlaufen? Ich hab nicht Igel, also wundert euch nicht, ne? Spezi, warum bist du verwundet? Warum liegt das? Ach, ich hab grad random eine Incendiary in den Raum geworfen. Achso. Weil hier liegt Strom. Nur damit ihr es wisst. Strom, Blut. Das war eine Incendiary. Hier ist was explodet. Boah, das war eine Incendiary von mir, hab ich gesagt. Brennt's aber! Das war keine! Chris! Hat richtig geleckt. Ich hab ne Diegel. Ich hab nicht jetzt eine Smoke. Ich hab ne Diegel. Was? Ich hab ne Pistole. Ist das ne Diegel, was ich genommen habe? Ich sehe es nicht, weil deine Waffen in deinem Bein verschwinden. Ach so, das ist natürlich geil, ne? Nur wenn du Traitor bist. Nein! Verschwinden alle Waffen in meinem Bein, auch die großen? Oh Gott. Die großen verschwinden in deinem Hals. Ah, Mann, auf beiden Seiten! Beziehungsweise deinem Kopf. Sarah, wenn du bist. Ja, ich bin ruhig dabei. Rayon? Guck. Rayon schießt auf mich. Er war Traitor. Das ist richtig offensichtlich. Ja. Du bist das. Oh, Steinmagen. Oh. Ja, die Geräusche hört häufiger. Gehst du jetzt bitte weg? Du machst mir ein bisschen Angst. Das Inno-Team, die Inno-Buddies hier. Wieso ist hier eine Giftwolke? Weiß ich nicht. Hast du sie gerade angemacht? Schon gefragt. Nee, die war schon vorhin mal an. Wie ruhig halt alle mal sind. Ne? Rangekommen und dann bin ich wieder weggegangen, weil ich mir dachte, okay, die geht vielleicht nicht weg, aber. Oh Gott. Die geht nicht weg. Du kannst dich auch Sarah nennen. Also, ist das jetzt giftig oder was kann das? Kann mich mal einer aufklären? Giftig. Dann stirbt man da drin oder was? Soll ich's mal aufklären? Ich trau dir nicht, du bist wundet. Ich meine, ja, ich bin auch wundet. Am Anfang ich gehe da einfach mal durch. Ah, ja, da wird man verwundet. Kacke, ich sterb. Ah, ja, okay, ich bin auf der anderen Seite rausgekommen. Da ist der ganze Tester ist vergiftet. So geht das Lachen, wer auch immer das Lachen gerade gemacht hat, ne? Ich hab's gerade gezeigt, wie es richtig geht. So, und nicht anders. Hey, funktioniert alles bei dir?
Ja, also ich bin auch immer in dem Ladebildschirm, aber ich tue mich köstlich darüber amüsieren mit hier, Osama Bin Laden, Dad, Ten Points, Gryffindor, das gefällt mir so gut. Ganz schade, ganz nah, das kostet, ne? Also gefällt mir. Ich habe eine Minigun aufgehoben, what? Wieso habe ich eine Minigun? Ich bin Inno, wieso habe ich eine Minigun? Ich muss mal gerade kurz was trinken, nicht wundern. Ich habe eine Minigun! Dann hatte Rayon die Minigun. Findet ihr so eine schöne... Geil! Ich habe eine Minigun von Rayon. Ping, 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 sind die Traitor, ich will Ping. Ich schieße jetzt random mit der Minigun rum, Leute. Was ist deine Minigun? Und ich werfe die habe ich aufgehoben von Rayon. Ich habe ja Rayon getötet und der war Traitor. Zum schönen Namen. Zeig mir das. Kannst du mir das mal zeigen? Minigun? Rayon. Ja, warte. Ist das eine Traitor-Waffe? Ah, ja, ist eine Traitor-Waffe. Okay, ich bin auch beim Rauch, aber ich weiß nicht auf welcher Seite. Ich bin hier mit Spezi. Warte mal, wo war denn der Rauch? Hier war doch gerade irgendwo Rauch. Hier liegt eine Leiche, Steinwagen. Vor der gelben Karte. Ja, ich kenn mich hier halt. Spezi oder Sarah, einer von euch ist. Ich bin halt beim Rauch. Ja, ich auch nicht. Vielleicht bist du es auch. Nicht. Ich hab Rayon getötet. Ich bin proofed. Was bist du denn? Ich trau euch nicht. Ja, das ich trau gar keinen. Ich traue euch nicht. Lass mal stehen. Alter. Du schießt auf mich. Alter, hast du nicht gesehen, dass ich mit der Minigun auf dich geballert habe? Nee, wie gesagt, ich sehe die Waffe nicht. Was, wenn die so weit in mich reingeschoben wird? Was falsch klingt, aber egal. Was? Hey, bist du schon dabei? Nein, Downloading Materials, Models, Weapons, TV, V, Models. So und so. Er ist noch im Laden. Aber gibt es sich. Musst du noch laden? Ich mach mal das Licht aus. Bin Laden, ich am Laden. Nee, Digga. Ich mein Leben, was? Geile Waffe. Das ist schlimmer, schlimmer. Hallo? Waffentest ist erlaubt. Auch an lebenden Objekten? Nur als Trader. Ja, natürlich. Achso, okay, dann. Hi. Hi. Hi, Steinmagen. Mr. Meeseeks, das bist du. Ja? I'm Mr. Meeseeks, look at me! Oh Gott. Könntest du den ganzen Namen machen, ne? Das ist wahr. Aber egal. Hey, wer war die gerade? Oh, hi Yumi. Yumi steht da AFK rum. Ich trau ihr nicht. Oh Gott. Dann sollten wir sie erschießen. Nee. Das wäre ein random kill. Ja, so. Ping, ping. Ja, es hat geschossen. Alle mal schießen, ping, ping. Also sobald ich hier ein anderes Bildchen habe als dieses Downloading-Materials und Pipapo, melde ich mich. Okay. Ja, schon. Bis dahin höre ich zu und lerne Namen. Hey, Spezi. Hallo. Können wir vielleicht noch einmal so die Namen sagen für die Spezi Skins, hat das weil Gift wir haben... Spezi hat das Gift gemacht, ja? Das Gift? Ach du Heilige, das ist tatsächlich... Bist du gerade im Trader-Shop, Spezi? Nein, ich hab das Gift beobachtet. Mr. Meeseeks ist es! Ich hab nur den... Mr. Meeseeks, war! Was ist denn Mr. Meeseeks? Also, spectatest du bei mir? Warte mal ganz kurz. Also das hier, nämlich... LOL. Entschuldigung, okay. Oh, was ist das da? Oh! Alter! Also nochmal, kurz auch für dich. Das weiße Püppchen hier, das ist Yumi. Wer ist denn Yumi? Ah, Yumi, ja, ja. Das weiße Püppchen hier, dann gibt es Sonic, den kennst du ja bestimmt, das ist Spezi. Warum kenn ich den bestimmt? Sonic, das ist blaue Viech. Achso, der blaue Igel, der super schnell läuft. Achso! Oh! Genau. Geh weg! Ich Aufzugstau! Ich bin zu fett. Ja, du bist zu fett für den Aufzug. Achso, du erklärst die Optik, was man sehen könnte, wenn man es dann irgendwann sieht. Okay, ja, ich glaube, das wurde in der vorherigen Runde nicht ganz verstanden, aber macht dir nichts. Also, weißt du schon zu?
Anonymous ist Steinmagen. Sonic ist hier Spezi. Achso, und wir haben hier einen Pony. Zeig das mal. Achso, wir haben hier einen Pony. Bist du der Pony? Jetzt geht die Frau. Nee, ich bin leider nicht das Pony, aber das Pony. Sie ist doch ne? Kleiner aus Half-Life 2. Ich bin ein alter Mann. Sie ist ein alter Sack. Und ja, hier, Dr. Kleiner aus Half-Life 2. Müssen ja korrekt bleiben. Wieso bist du verletzt? Wer ist verletzt? Ah ja, Spezi ist verletzt. Ich vertraue Yumi nicht, sie hat einen Pony geschlagen. Spezi. Hab nichts getan. Verletzt. Ich weiß, ich trau dir nicht. Und da ist auch noch Waffe. Blut. Hallo? Oh, hi Rayon. Guck mal, ich trau dir nicht. Hi, Steinmagen, ich trau dir nicht. Ich komme hier wieder nicht raus. Super. Wer schießt? Das ist Rayon, er schießt auf sich. Immer der fragt. Hey, Rayon. Ja. Chris, brauchst du einen Bumerang? Sarah? Brauchst du einen Bumerang? Ja. Bumerang? Ja, bitte, Brüder. Nee. Danke. Okay. Ich schicke gleich Spezi damit. Okay. Kannst du mir noch erklären, wie die Konstellation ist im Sinne von, oh, die zwei Trainer? Wirklich beide fokussieren. Detektive. Wenn du ich geh euch mal beiden nach, ne? So. Ja. Rein prophylaktisch. Oder so, ja. Dann gibt's einen Detective, hab ich das richtig verstanden? Verfolgt. Ja, müste es theoretisch geben. Steht ja links. Also rein theoretisch müssen es zwei Traitor und ein Detective sein. Sonic! Und null Innocence. Zwei Traitor und ein Detektiv. Und ein geiles Pony. Ja, zwei Traitor und kein Detektiv, aber wenn du da bist, müsste ein Detective auch dazu kommen. Und jetzt mal ganz für ganz Doofe, also so für Leute wie mich, wie ist das mit dem Detektiv? Tief. Was macht der? Der hat eine Mütze auf. Der hat eine Mütze auf, das ist toll. Und er hat, so wie die Traitor einen Traitor-Shop haben, hat der einen Detective-Shop. Das siehst du dann alles schon. Powerful Innocent, kann man sagen. Okay. Der ist immer vertrauenswürdig. Das ist Big Daddy. Der hat auch. Das wirst du dann alles sehen, je nachdem, wie gut der Detective detektiven kann. Ah ja, ich weiß jetzt aber nicht viele Detective-Waffen ich drin habe, weil wir bis jetzt noch nie mit Detective gespielt haben. Gar keine, Nee, ich hab, glaube ich, eine Portal-Gun oder was für den Detective drin. Ja, die Portal-Gun drin. Ich hab Portal gespielt. Und ich glaub eine Grappling-Hook auch und... Ja, der goldene Schuss wäre halt gut. Ja, die ist auch drin, die Golden Deagle. Ja. So. Ja. Sehr schön. Ich tu mir so, als könnte ich einmal kurz gesagt was anfangen. Nee, das wird dann ganz, es wird easy to peasy. Mach dir keine Sorgen. Steinwagen darf dann einfach direkt zu dir rennen. Ja, aber nur wenn ich Trader bin und du in. Nein. Ah, Sarah, schießt auf mich. Was? Oh ja. Ich habe nur noch 2 HP. Brauchst du Hilfe? Konfirm dich. Ja, brauche ich. Sarah ist. Lebst du noch? Kann das sein, Sarah ist immer so nett. Peace. Ah! Ey! Oh Gott. Ja. Peace, sag ich doch! Sarah. Nicht du! Tot. Ich hab auf Sarah geschossen. Die ist da hinten links. Bonnie war in deinem Fall. Hier liegt Chris. Und Mr. Meeseeks, das bist du. Ich begleite dich. Ich bin hinter dir, nicht wundern. Geh bitte vor mich, dann ist alles in Ordnung. Ich hab auf Sarah geschossen. Ich bin quasi halbkonfirm. Halb confirmed. Warte, ich schieß auf dich, damit ich auch confirmed. So, auf ihn confirmed. Boah, meine gute Gunstgebiete. Ach, Sarah ist schon tot. Was? Ja, ich hab. So, dann bist es du. Nee. Dein halb confirmed zählt bei mir nicht. Ja, die Hälfte von meinen confirmed und die andere Hälfte ist grün. Also Sonic ist bei mir, was wenn ich gleich tue. Und Yumi. Oh, hi. Peace! Ja, ich bin unschuldig. Ja, sehe ich. Ich sehe noch Yumi herumstreifen. Vielleicht kämpft sie wieder. Ich weiß ja nicht. Voll gut, ich glaube. So eine Minute hat der Trader ja noch. Sollen wir noch ein Butterbrot schmieren? Ja! Will er was abhauen? Ich will einfach das Butterbrot. Ja! Gibt's ein Butterbrot-Skin? Ich lass mich dafür auch. Geht bitte einmal als Innocent Traitor abschließen. Ich seh Yumi. Yumi! Es gibt übrigens kein Butterbrot-Skin. Nein! Das gibt es nicht, Stein. Nein, dann mach es! Da gibt's ein Brot-Skin und ein Butter, da kann man. Okay, das war's. Man muss die Leichen nur aufeinander legen. Ach so!
Da wird's aber leicht Nekromanie gedöns. Haftigkeit und so. Nekrophil. Achso, da kennst du dich ja mit aus. Wo seid ihr denn alle? Man kann denn eine Leiche, die auf einer anderen Leiche liegt, Nekrophil? Nekrophil? Geht ja nicht. Sandwich. Die ist halt, quasi Post-Nekrophil. Wer lebt denn noch? Nekrophil. Wer lebt denn noch? Nekrophil, oh, ach komm! Wo seid ihr? Langsam mit ihr könnt doch nicht einfach... Hinter mir? Oh. Wieso? Oh. Gut, nächste Map. Also, eine große offene Map wäre halt mal toll. Ja! Groß und offen, warte. Also vor allem kreative. Offen, Minecraft City und Minecraft 5 wären da. Oder vielleicht mal ja. Was okay, anderes wie Minecraft. Die sind nicht ja, groß, aber offen. Irgendwas das bei Minecraft wäre nicht offen, aber groß. Ja, mach weh was, irgendwas. Die anderen Folgen. Ja, warte, ich mach mal das hier. Ich schau gerade, was ich sonst Minecraft noch kenne, die hier drin sind. Nur ein halbes Minecraft. Ein halbes Minecraft, ein halber Block. Also das ist jetzt die Counter-Strike Das 2 in Minecraft, ne?